Und runter. Da sehe ich schon mal einen Läufer. Aber wieder... Ach. So, eins. Achtung! Oh. Achtung! Ah. Oh. Ah. Ich kann weder einen Handkampf gehen oder das Schild auf mich schießen. Aber auch überhaupt nicht. So, und einen noch. Bitte lass es ein Läufer sein. Bitte lass es ein Läufer sein. Nein! Das ist doch zum... So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiter verfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Hm. Gern geschehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Geht's dir gut? Ich bin okay. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst.
So, da haben wir jetzt auch von ihr. Und wir haben ein Level Up, das ist schön. Da brauchen wir Intelligenz 32 und Geschicklichkeit 47, um die Energiewaffen zu nutzen. Aber Schrotflinte könnten wir zum Beispiel schon benutzen. Beschädigter Blaster, aber die machen so wenig Schaden. Der Reißzahn. Mhm. Stärke habe ich genug. Ich habe nicht genug Stärke. Stärke habe ich genug. Ich habe nicht genug Stärke. Hm. Konstitution brauchen wir 57. Dann wird mal Zeit, dass wir da ein bisschen was aufbauen. Ich weiß, ich lasse Intelligenz ganz schön schleifen. Aber so ist es nun mal. Komisch. Wir haben doch gerade mit ihr eine Quest gemacht. Erstmal zur Bastion. Die sechste Macht oder sowas. Log. Harte Verhandlungen. Machen wir mal das an. Genau. Mit ihm wollte ich auch mal die ganze Zeit schon reden. Vielleicht wechseln wir auch das Kapitel gleich. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es noch nicht. Moin Adam. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben, damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran, je eher du einer Fraktion angehörst... Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Eine Frage. Waren seine Wunden im Gesicht schon immer lila? Weil die haben nämlich gerade lila geschimmert. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Der Patriarch Victor scheint das eigentliche Oberhaupt der Morkons zu sein. Ich fürchte, auf ihn müssen wir aufpassen. Gut zu wissen, jedoch, wenn wir ehrlich sind, trifft das ja wohl auf fast alle Morkons zu. Die Alps haben einen unglaublich großen Vorrat an blauem Elex in ihrem Depot gelagert. Darauf begründen sie ihre Macht. Tja, damit wäre die offensichtliche Frage beantwortet, warum Ignadon auf einmal von einer Schneedecke überzogen ist. Hm, das stimmt. Elexitor Ekrom führt das Volk der Alps mit Sinn und Verstand. Das stabilisiert sie. Im Moment jedenfalls noch. Ja, der Verstand war nie das große Problem der Alps. Sie haben etliche andere Probleme, mit denen sie sich ständig herumschlagen müssen. Hm. Die Outlaws haben sich im vermüllten Kratergebiet des Meteoriten niedergelassen. Noch sind sie wenige, jedoch wird es vermutlich nicht lange so bleiben. Ein cleverer Schachzug. Erst einmal im Hintergrund zu bleiben und neue Kraft zu schöpfen. Hilft uns im Moment nur leider wenig weiter. Hm. Der Duke von Ateris ist ein großes Schlitzohr. Er könnte uns gefährlich werden. Dann behalte ihn mal besser im Auge, wenn das so ist. Wir können uns kein Störfeuer aus dem Untergrund leisten, wenn wir erfolgreich sein wollen.
Die Kleriker kommen erst langsam wieder auf die Beine. Im Moment sind sie wohl keine große Hilfe. Ach, man darf auch nicht vergessen, dass sie aus ihrem Land vertrieben wurden. Das wird wohl noch dauern, bis diese Wunden verheilt sind. Mhm. Judikator Reinhold hat alle Hände voll zu tun, die Kleriker wieder auf Vordermann zu bringen. Ah, ein bekannter Name. Nun, dann wissen wir zumindest, mit wem wir es zu tun haben, wenn es darauf ankommt. Sollte das nicht reichen? Ja, wir haben jetzt endlich genug Informationen über die anderen Gemeinschaften. Gute Arbeit. Lass mich jetzt noch einmal alles genau analysieren und dann werden wir in Kürze die nächsten Schritte einleiten. Damit hätten wir nunmehr die erste Etappe auf unserer langen Reise gemeistert. Jetzt die sechste Macht hat ihre ersten Schritte getan und wird von nun an ihre eigentliche Arbeit im großen Spiel der Mächte aufnehmen. Reife Leistung, Jax. Ich wusste, dass du es schaffst, aber deine Effizienz hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. War das nicht der Grund, warum du, also der Hybrid, mir stets die schwierigsten Missionen zugeteilt hatte? In der Tat. Du hast deine Qualitäten all die Jahre nicht verloren. Das ist auch gut so. Wir werden sie noch dringend brauchen. Es ist noch ein langer Weg, der vor mir liegt. Viele widrige Umstände und fordernde Menschen scheinen mein Schicksal und das meiner Familie bestimmen zu wollen. Doch ich habe mich wieder angemessen bewaffnet und stehe nun vor den nächsten Unwegsamkeiten, die es zu meistern gilt. Die sechste Macht hat nun ihre Arbeit aufgenommen und wird bald zu einer ernstzunehmenden Größe im Spiel um die Vormachtstellung in Magalan. Und ob ich es nun will oder nicht, ich bin ein Teil davon. Auch wenn noch wenig sicher zu sein scheint, werden mir die nächsten Tage mehr über meine spezielle Rolle im Krieg gegen die Eindringlinge offenbaren. Währenddessen verändern die Skyans Landstrich für Landstrich und treiben die Front ihrer fremden Flora weiter voran. Nicht mehr lange und wir stehen in einer fremden Welt voller tödlicher und bizarrer Kreaturen, die uns alle wandeln oder vernichten werden. Meine Infektion durch das dunkle Elex beginnt mich zu beherrschen. Ich spüre schon erste Auswirkungen dieser Pestilenz. Ich muss bald Heilung finden, sonst wird sie mich aus dem Rennen werfen, noch bevor ich die Gelegenheit habe, die ersten richtigen Schlachten schlagen zu können. So, jetzt werden wir uns um deine Infektion kümmern. Juhu. Ich habe einiges herausgefunden über das dunkle Elix der Skyans. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Infektion zwangsläufig zur Wandlung in eine ihrer Skyaniden-Kreaturen führen wird, wenn sie nicht in absehbarer Zeit behandelt wird. Das hilft mir nicht. Ich muss also einfach aushalten. Ja, fällt ja dazu nicht ein. Das hilft mir nicht. Wir können dich auch mit Schmerzmitteln vollpumpen. Ich glaube aber, dass das kontraproduktiv sein könnte. In einem Moment der Unachtsamkeit übermannt dich die Infektion dann eventuell. Das Risiko sollten wir besser nicht eingehen. Großartig. Ich habe eine Methode entwickelt, um bestimmte DNA-Fragmente aus befallenen Subjekten zu extrahieren. Jetzt müssen wir an diese DNA-Fragmente von möglichst unterschiedlichen Subjekten herankommen, um die Forschung voranzutreiben. Kommen wir damit zu den nächsten Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin ein befallenes Subjekt. Würden meine DNA-Fragmente helfen? Ich brauche Proben von bereits gewandelten Subjekten. Aber auch nicht einfach von irgendwelchen beliebigen Skyaniden. Wir brauchen besonders thermoaktive Exemplare. Du musst sie finden und ihnen bestimmte DNA-Fragmente mit Hilfe meiner neuen Methode extrahieren. Wie steht es um die Invasion des Skyans? Es ist noch relativ ruhig. Sie bereiten sich offensichtlich immer noch auf einen größeren Angriff vor. Was mir im Moment viel mehr Sorgen macht, sind die Morkons. Die hatte ich schon fast vergessen. Sie sind im Moment der größte Unsicherheitsfaktor im Krieg gegen die Skyans. Vor allem Patriarch Victor.
Er ist offenbar der gefährlichste unter ihnen. Geh zu ihm und versuche, mit ihm eine Art Übereinkommen zu treffen. Nichts wäre schlimmer, als wenn er uns mit seinen Streitkräften in den Rücken fällt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Was hast du noch für mich? Mir kamen Berichte unserer Nachbarn im Nordwesten zu Ohren. Die Kleriker haben offenbar die Kontrolle über Teile ihrer eigenen Truppen verloren. Oh. Das bedeutet, jemand macht hier ein... hat ein Signal ausgesendet, was dir gefällt. Das könnte von den Alps herrühren. Ein Haufen fehlerhafter Robots soll auf dem Vormarsch sein, um das Hauptquartier der Kleriker anzugreifen. Das solltest du dir ansehen, bevor die Burg der Kleriker bald nur noch in Trümmern liegt. Am besten du gehst auch noch einmal zu Tialk und unterhältst dich mit ihm über die Verteidigung unserer Bastion. Ich fürchte, wir haben da auch noch eine Menge aufzustocken. Bestimmte DNA-Fragmente von thermoaktiven Skyaniden? Was zum... Ja, ich weiß, es hört sich alles sehr kompliziert an. Nein, wissenschaftlich. Ist aber im Grunde ganz einfach. Es hat etwas mit der DNA-Replikation der Zellen zu tun. Wie aktiv und stabil sich die Zellen der infizierten Subjekte wandeln. Ich kann die Daten solcher Subjekte am besten verwerten, deren Wandlung besonders schnell und effektiv vollzogen wurde. Das spart mir eine Menge Zeit bei der Erforschung des dunklen Elex, denn wir haben nun mal sehr wenig davon. Es reicht vielleicht schon, wenn du nur Hautfetzen, Schuppen oder Exkremente solcher besonders thermoaktiven Exemplare findest. Ich habe deinen Adjutor mit den entsprechenden Daten gefüttert. Er wird dir vielversprechende Gebiete anzeigen, die du nach diesen DNA-Fragmenten absuchen solltest. Okay. Was ist, wenn sich mit dem Patriarchen Viktor keine Einigung erzielen lässt? Was soll ich sagen? Tu einfach alles, damit es nicht dazu kommt. Sobald du die ersten DNA-Fragmente hast, komm wieder zu mir. Je schneller ich damit arbeiten kann, umso schneller werde ich Ergebnisse bei meiner Forschung erzielen. Okay. Da haben wir doch wieder ein relativ gutes Stück geschafft, sag ich jetzt mal. Wir sind jetzt im Kapitel 2. Nach 60 Stunden, nach 60 Folgen endlich im Kapitel 2. Und wieder wird mir die Questen ja angezeigt. Achso, mit Crony will ich jetzt mal eh was machen. Crony! Da bist du ja. Mitkommen. Ich will jetzt eh was ausprobieren, ob ich das schaffe jetzt mittlerweile. Lassen wir das. Bring uns zu deiner Ortungsstelle dieser Chips. Abreiseprotokoll läuft. Mal sehen, ob ich den Ort befreien kann. Hetzer direkt vor uns. In Ordnung. Dann lass uns sie mal aufmischen. Und jetzt? Ich folge. Ausweichen.
Ich hab verkehrte Taste gedrückt. Ich hab Tab gedrückt und nicht Q. Naja, ich hab ja gespeichert. Und nochmal. Und nochmal. Ist das alles? Was meinst du? Ich schau mir die Scheiße ja jetzt schon eine Weile an. Ist das alles, was du so machst den ganzen Tag? Oder passiert da auch mal was Spannendes? Du fühlst dich unterfordert. Was wäre denn etwas Spannendes für dich? Dir den Kopf nach hinten drehen, zum Beispiel. Und außerdem? Na, etwas Lukratives eben. Geschäfte, die etwas einbringen. Deinen Arsch zu pudern gehört eindeutig nicht dazu. Ich bin ja keine gelbe Kuh. Übrigens, Aktivitäten wie Ruinen plündern oder Hornwölfen das Fleisch klauen gehören nicht zur besonders effektiven Sorte, um Geld zu machen. Gelbe Kuh? Was? Ach so, das ist so ein Insider-Ding zwischen mir und, vergiss es einfach. Was ist jetzt? Willst du wieder nur Kleinkram einsammeln oder machst du auch mal einen richtigen Männerjob? Du weißt genau, dass ich eine ganze Menge mehr als so etwas tue. Mag sein. Aber für mich springt dabei herzlich wenig heraus. Hast du einen besseren Vorschlag? Allerdings. Der Duke hat mich schon öfter auf Elixit-Beschaffungsmissionen geschickt. Das habe ich drauf. Du hast jetzt eine andere Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass ich auf den einen oder anderen Nebenverdienst verzichten muss. Wenn ich schon auf deinen Arsch aufpassen soll, will ich als Gegenleistung wenigstens, dass du mich bei der einen oder anderen Sache unterstützt. Was hast du vor? Ich weiß, dass einer dieser fahrenden Händler des Öfteren bei uns Outlaws am Rande des Kraters vorbeischaut. Dieser spezielle Kerl hat immer seine Handlanger dabei, die auf ihn aufpassen. Zufällig weiß ich, dass er dort bald wieder auftauchen wird und seine Nahrungslieferung verhökern will. Woher weißt du das so genau? Ich weiß es einfach. Das muss reichen. Okay. Da kommt also ein Händler mit einer Menge Fressalien zum Rande des Kraters. Und was genau ist dabei so lukrativ? Das Elixit, das er dabei hat, natürlich. Moment mal. Du willst irgendeinen Händler, der den Krater versorgen soll, vermöbeln und ihm die Kohle aus der Tasche ziehen? Nennen wir es Nebeneinnahmen. Für mich klingt das eher wie ein Geldeintreiberjob. Den Auftrag hast du doch vom Duke. Irgendwie steht dieser Händler beim Duke in der Kreide und du sollst ihm Beine machen. Und wenn es so wäre? Dann hättest du das auch gleich sagen können, anstatt mir diesen Quatsch über den Nebenverdienst zu erzählen. Also, wenn du bereit bist, gehen wir los. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock auf den Mist. Ronny, nochmal dahin. Lassen wir das. Bring uns zu deiner Ortungsstelle. Wo ist mein Hut? Abreiseprotokoll läuft. Das fällt mir jetzt erst auf. Wo ist mein Hut hin? Hetzer direkt vor uns. Schön. In Ordnung. Dann lass uns sie mal aufmischen. Da ist mein Hut. Und jetzt? Ich folge. Oh! Ah!
Alter, was hat mich denn jetzt getroffen? Alter, von halb zu tot. Was hat mich denn jetzt getroffen? Alter, und jetzt wieder das ganze Gequarke anhören von dem Typen mit seinem scheiß Nebenjob. Oh Mann. Komm, Crony, wir gehen mal ein bisschen weg. Da labert mir sonst wieder ein Schnitzel an die Backe. Das kann doch nicht wahr sein. Hetzer direkt vor uns. Ja, ich hab's verstanden. Und jetzt? Ich folge. Vor allem würdet ihr mal ein bisschen weiter wegkommen. Kommt der? Boah. Das war eine Granate. Kuratoren in ihren Reihen. Der nächsthöhere Rang bei den Fremden. Na schön, dann mal los. Jetzt sind zwei dort oben. Wo ist der dritte hin? Ist denn immer mein Schild hin? Komm, wo ist denn jetzt? Das gibt's doch nie. Vor allem... Da machen sie es gleich dreimal hintereinander, wo sie es normalerweise nur zweimal machen. Es ist doch unfair. Unfaire Mittel, unfaire Mittel, unfaire Mittel. Oh, da ist wieder die Quatschtüte.